Frage, begeben wir uns schon mal an den Wachraum. Wie geht's denn den Skeletten? Das Wahre ist, dass hier alles noch nicht von den Levels her. Nein, die scheiß Goblins. Ich nehme mal hier unseren Stufe 5 Salamander, der ist im Moment sowieso zu nichts mehr zu gebrauchen. Und weg. Dann werde ich euch das gleich mal demonstrieren mit dem Zusammenrufen. Ja, das ist jetzt wegen den Imps. So. Logischerweise versammle ich trotzdem alle meine Geschöpfe zuerst in der Gegend. Aber in ausreichender Erfahrung, damit diese nicht, wenn sie runtergefallen werden, in Ohnmacht liegen, von den Gegnern direkt angegriffen werden. So. Und dann greifen wir an. Und so funktioniert das Zusammenrufen. Der Zauberer macht seine Arbeit, wie ich höre. Hervorragend. Es ist Zahltag. Keine Opfer unter den Skeletten. Hervorragend. Und entfernt wird diese Marke ganz einfach mit einem Klaps. Einer eurer Imps kann euch sehr gut nachmachen. Sogar die Sache mit den Ohren kriegt er hin. Ihr habt einen gegnerischen Wachraum erobert. Direkt die Leichen abführen. Der Eingang zur Festung von Baron Siegmund ist durch viele verschiedene Gänge möglich, die unterschiedlich schwer bewacht werden. Und? Was willst du mir damit jetzt Eber sagen? Wendet den Zauber Böser Blick an, um Einsicht in Gebiete zu bekommen, die euch ansonsten verborgen wären. So könnt ihr den einfachsten Weg zu eurem Ziel finden. Gut. Das Herz eures Dungeons wird angegriffen. Ja, das habe ich gerade verteidigt. Also mach hier keine falsche Panik, bitte. Okay. Läuft doch. Ja, ist gut. So, wir haben diesen Wachraum. Eine neue Spezies ist in euren Dungeon gekommen. Genau, und zu diesem Zweck fliegen jetzt die Goblins ein weiteres Mal raus. Dungeon verlassen. Ach, Vieh, nerv nicht. Gut. Da wir skeletttechnisch voll versorgt sind, baue ich noch einen Kerker oder baue ich nicht noch einen? Weil die sterben sonst definitiv. Gut. Ich steck mal diesen Riesen in die Folterkammer. Und... Warte mal, was hat denn der für ein Level? Level 3, naja. Eine wirklich angenehme Auswahl ist das hier nicht. Naja, nehme ich den Wächter hier noch. Das mit den aufgedeckten Gebieten war übrigens nur eine Sache des, also eine Spezialsache des vorangegangenen Levels. Also es ist nicht so, dass wir jetzt hierdurch auch wieder Kartengebiete aufdecken könnten, leider. Und ja, jetzt verkaufen wir den Wachraum.
So dicht an der Front. Naja, komm, was soll's. Für Skeletor! Irgendwie fehlt uns ein Imp. Naja. Vielleicht ist er ja unter die Kämpfe geraten. Am Dungeon Herz. Kann natürlich sein, so ein Level 3. Eure Geschöpfe brauchen einen größeren Trainingsraum. Ja. So ein Level 3 Riese hat einen Schlag, der stark genug ist, einen Imp zu töten. Ach, wir könnten auch mal die Bibliothek vergrößern, sehe ich gerade. Warum haben wir das noch nicht gemacht? Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Gut. Zauberer. Ach, wie schön viel Geld. Guckt euch das an, 2200. Sind das nicht herrliche Zahlen? Wunderbar. So. Hier immer schön aufpassen. Solange die eisernen Jungfrauen nicht auf Stufe 4 sind, brauchen die gar nicht erst darauf zu hoffen, in die Folterkammer zu dürfen. Wir probieren es jetzt einfach mal an den Türen. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Gut. Sehr gut. Es wird auch Zeit, dass der erste Imp mal so langsam Stufe 8 erreicht. Ab Stufe 8 können die Biester sich teleportieren. Das hat auch enorme Vorteile. Ich befürchte, der höchste, den ich bis jetzt gesehen habe, war auf Stufe 5 unterwegs. Die Imps brauchen auch keinen Trainingsraum oder keine Kämpfe, um sich weiterzuentwickeln, sondern es reicht, dass die arbeiten. Nur dummerweise scheitert es genau daran im Moment. Hier könnte man noch einen Notkerker errichten. Aber im Moment reicht es erstmal. Ihr habt erfolgreich ein gegnerisches Geschöpf in eurer Folterkammer bekehrt. Sehr schön. Eure Geschöpfe kommen nicht zum Schlafsaal. Eure Portale haben so viele Geschöpfe angelockt, wie sie können. Euer Zauberspruch Imp erschaffen wurde verbessert. Gut. Jetzt sind nochmal die Zauberer glücklich. Hervorragend. Dungeon Keeper, wir machen Träume wahr. Für Zauberer, Skeletten und eiserne Jungfrauen. Immer die erste Wahl. So, Maximum 7, Maximum. Euer Zauberspruch Donnerschlag wurde verbessert. 10. Also insgesamt 17 Skelette möglich. Wir haben 14, okay.
Ja, es ist eine Basis, ne? Ach, das ist unser Stufe 5 Salamander. Das ist natürlich gut. Ihr habt erfolgreich ein gegnerisches Geschöpf in eurer Folterkammer bekehrt. Ach, scheiße. Ja, Moment. Dann mal raus mit dir. Du bist jetzt einer von den Bösen. Bist raus. So, und während mich der Salamander so liebreizend anschnurrt, greifen wir dann mal eine da die verlorene Seele ist in euren Dungeon gekommen. Oh nein, sie ist gerade wieder rausgerannt. Das ist immer so. Euer Zauberspruch Symbiose wurde verbessert. Das ist immer so eine Sache mit den verlorenen Seelen. Kannst du dich nicht drauf verlassen, das ist eine Katastrophe. Und tschüss. Gut. Gebiet erkunden, Gebiet erkundet. Wenn doch alles im Leben nur so einfach wäre. Gold hat hier eine Menge. Gut. Sobald ein Gebiet besetzt ist, ist es nicht mehr schlimm, wenn es von den Hauptgebieten abgetrennt ist. Und ist uns auch so ein kleiner Vorteil, den wir hier haben. Und jetzt brauche ich mal kurz alle Imps hier. Es ist Zahltag. Eure Geschöpfe kommen nicht zur Schatzkammer. Ah, überlebt! Nein! Ach, das war unser Riese. Gott sei Dank. Ich hatte gerade schon Ängste. Eure Geschöpfe kommen nicht zum Kerker. Ja. Wie das aussieht. Nein! Scheiße! Oh. Rettet? Rettet. Gut. Stufe 5 Imp. Riesen abholen. So, da kommt schon der nächste. Euer Zauberspruch heilen wurde verbessert. Wo willst du hin? Auch das kurzer Prozess. Machen wir gar nicht lange rum. Ah, da. Das nächste Goldding, das ich gerne erschließen würde. Achso. Von alleine machen die das natürlich nicht. So. Die Taktik dahinter ist, dass eben die übrigen Imps das Gold aufsammeln, das die anderen nicht kriegen können. Böser Blick wurde verbessert. Offensichtlich klappt das nicht so, wie ich mir das vorstelle. Das klappt überhaupt nicht so, wie ich mir das vorstelle. Wäre auch zu schön gewesen.